Die Panik vor dem Virus sollten wir nicht haben, grundsätzlich nicht. Gerade die Leute, die jung und gesund sind, brauchen davor das Recht, keine Panik haben. Allerdings sollte man das ernster nehmen und die Leute, die zu den gefährdeten Personengruppen zählen, das heißt Personengruppen über 60, Personen, die Immunschwächekrankheiten haben, Immunsuppressiva nehmen, Transplantate bekommen haben, eine Grippe vorhin noch hatten oder vor kurzem noch hatten oder andere immunschwächende Krankheiten. Das sind halt derzeit aktuell gefährdete Personen, die halt wirklich gerade auf Hygiene, Hände waschen und halt auch auf Kontaktvermeidung achten müssen.